Der Mensch hat sich zum Augentier erziehen lassen. Dabei ist das Sehen an sich einer unserer schwächsten Körpersinne. Nach den Erfahrungswerten der Medizin, den gültigen aktuellen Untersuchungsergebnissen, ist es so, dass das Ohr etwa 10.000 Mal empfindlicher sein soll. Insofern ist es auch gar nicht ungewöhnlich, wenn wir dann in der Sprache Begriffe finden, die genau darauf hinweisen, wie zum Beispiel dem Ruf nach etwas zu folgen oder seiner Berufung zu folgen oder seine Bestimmung zu leben. Überall ist das Akustische, der Ruf, der Schall enthalten. Es gibt darüber hinaus interessante Untersuchungsergebnisse, die auf dasselbe Phänomen hinweisen, an Menschen, die blind oder taub sind. Der Blinde verfügt in aller Regel über eine sehr viel höhere Feinfühligkeit als der Taube, der eher zum etwas grobschlächtigen Gefühlsarmen neigt. Was hat das nun mit Berufen und Lebenswegen zu tun? Nun, wenn man am Anfang steht, hat seine Ausbildung, also seine Schulausbildung hinter sich gelassen und es geht um die erste Orientierung oder später Neuorientierungen im Leben, dann greifen wir meist als allererstes zu irgendetwas Lesbarem, um nachzulesen, welche Berufe, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn wir uns beraten lassen, lassen wir uns beraten von Menschen, die ebenfalls wiederum etwas gelesen haben, aber selten dieser feinen inneren Stimme, die den Weg zur Berufung und zur Bestimmung weist, tatsächlich gefolgt sind. Ja, überhaupt keine Verbindung herstellen können zwischen Beruf, Berufung, Bestimmung und dem Hörsinn, mit dem wir im übertragenen Sinne auch Stimmungen zwischen Menschen, Stimmungen in unserem eigenen Leben wahrnehmen können. Wieso wähle ich gerade das heute als Einleitung für das Gespräch, was wir gleich führen werden? Ich komme darauf, weil heute Silvia Lehmann, Silvia, schön, dass du da bist. Dankeschön. Den Weg hierhin gefunden hast. Silvia, Ingenieurin für, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es korrekt sage, für Metallurgie und Werkstofftechnik. Werkstofftechnik ist. Und unter anderem an optischen Messsystemen gearbeitet hat, das Optische als absolutes Schwergewicht überhaupt in der Art und Weise, wie der Mensch mit sich und seinem Leben umgeht. Die maximale Messbarkeit, die optische Perfektion, der rechte Winkel, alles Dinge, die einerseits wertvoll genutzt werden können, aber dem Menschen auch oftmals zur Qual werden. Du bist jetzt den Weg des technischen, rechteckigen, anders funktioniert ja eine Maschine nicht, wenn etwas nicht präzise gebaut ist, dann wirken die Teile nicht reibungslos zusammen, insofern dort notwendig, aber wenn man nicht aufpasst, kann man auch drin untergehen. Wie bist du dazu gekommen, Metallurgie und Werkstofftechnik zu studieren und das auch noch lange Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, 25 Jahre als Ingenieurin in verschiedenen Aufgaben praktisch auszuführen? War das von Anfang an schon während der Schulzeit dein Wunsch? War es nicht. Also mein Wunsch während der Schulzeit war es, Ärztin zu werden. Mhm. Und wie kam das? Der Wunsch, Ärztin zu werden, ja, das kam aus mir heraus. Das hat mich schon, es hat mich fasziniert, anderen zu helfen, gesundheitlich. Mhm. Und der menschliche Körper, das Funktionieren des menschlichen Körpers hat mich interessiert. Und ich bin in der DDR aufgewachsen und war dann aber nicht mehr so ganz klar mit dem Wunsch, was ich studieren soll. Und mein Klassenlehrer hat mich dahingehend beraten oder auch ein bisschen geschoben, was Technisches zu machen. Mhm. Weil ich war in Mathematik, in Naturwissenschaften immer sehr gut. Mhm. Das ist mir immer sehr leicht gefallen. Und er war der Meinung, ich sollte doch einen technischen Beruf lernen. Mhm. Und zudem bin ich in Eisenhüttenstadt aufgewachsen. Also da gab es Stahlindustrie. Mhm. Und ja, da hat man natürlich noch Nachwuchskräfte gesucht, sodass ich mich dann habe dorthin führen lassen und habe Metallurgie und Werkstofftechnik studiert.
Und dann war mit einem Federstrich das Thema Ärztin werden vom Tisch gewischt. Ja. Gab es in der Familie Ärzte? Nein. Mhm. Also es ist ein Impuls, der aus dir selbst heraus entstand und jetzt nicht durch die familiäre Situation angestoßen war? Nein, überhaupt nicht. Legt ja die Vermutung nahe, dass es etwas ist, was tatsächlich deine Kerninteressen berührt hat. Vielleicht ergibt sich ja auch, wenn du weiter über deine Lebensgeschichte berichtest, dass du wieder zu diesem Ursprung zurückgefunden hast. Vielleicht aber dann nur auf eine andere Art und Weise. Ja. Ich will da nicht vorgreifen, denn du hast ja eine sehr spannende Geschichte mit einem bemerkenswerten Spannungsbogen von der Technik ausgehend. Also dann hat diese Orientierung durch den Lehrer genügt, dass du dann tatsächlich in das Ingenieurswesen eingestiegen bist. Ja, also es war jetzt nicht so, dass es mich jetzt gar nicht interessiert hat. Das war schon auch da dieses Interesse für die technischen Sachen, für die Naturwissenschaften. Ich habe auch so gut wie nie mit Puppen gespielt. Ich habe eher einen Stabilbaukasten. Und also von daher war das Interesse schon auch da. Bist du mit Freude in die Schule gegangen? Ja, also ich bin mit Freude in die Schule gegangen, war auch mal eine super Schülerin. War eigentlich fast krankhaft ehrgeizig. Also bei einer 2 war ich schon nicht zufrieden, es musste ein 1er sein. Und ja, also dieser Ehrgeiz, der hat mich da schon auch angetrieben. Das hat sich wirklich gehalten bis zum letzten Tag? Ja. Respekt, habe ich nicht geschafft. Okay. Ja, wie ging es dann weiter? Also du hast dann das Studium aufgenommen und hast es mit dem gleichen Ehrgeiz durchgezogen? Ja, dann schon nicht mehr mit dem gleichen Ehrgeiz. Also es gab da schon Sachen also der Ehrgeiz war nicht mehr ganz so stark. Also das habe ich dann schon gemerkt. Viele Sachen interessieren mich doch nicht so bei dem Studium. Und was war das, was dich nicht interessiert? Ja, also bei der Mythologie ging es um viele Sachen, so um Hochofen und Stahlherstellung. Also es hat mich nicht wirklich interessiert. Also es waren Spezial- oder Teilbereiche, die dich nicht interessieren. Ja. Das Gesamtgeschehen schon. Ja. Gesamtinhalte. Also es ließ aber trotzdem der Feuereifer nach. Der Feuereifer ließ nach. Also ich habe dann das Studium schon mit einem guten Ergebnis abgeschlossen und habe dann auch im damaligen Eisenhüttenkombinat meine Tätigkeit als Ingenieurin aufgenommen. Und dort hast du dann zunächst einmal in dem, was du gelernt hast, gearbeitet, also Metallurgie, Werkstofftechnik. Ja, genau. Was macht man denn da? Ja, also es ging damals darum, den metallurgischen Zyklus zu schließen. Das heißt, es gab einen Hochofen, es gab kein Stahlwerk, es gab kein Warmwalzwerk, aber es gab wieder ein Kaltwalzwerk. Also in der Mitte war ein Loch. Und darum ging es, dort diese Lücke zu schließen. Es gab Verhandlungen mit Projektpartnern, um dort in Eisenhüttenstadt den metallurgischen Zyklus zu schließen. Wobei ich sagen muss, ich habe dann auch nicht sehr lange gearbeitet, weil dann auch meine Kinder kamen. In der DDR hat man zeitig geheiratet, zeitig Kinder bekommen, obwohl ich schon relativ spät war, weil ich war ja schon mit dem Studium fertig, war 23, als mein Sohn geboren ist und 24, als meine Tochter geboren ist. Ach, damit warst du schon alt? Damit war ich alt. Viele haben ihre Kinder mit 18, mit 19 bekommen. Das war eher der Schnitt. Es gibt ja, das sprengt jetzt, also fällt so ein bisschen aus dem Rahmen unseres Gespräches raus, aber es fällt mir gerade in dem Moment ein, es werden ja so sehr die Rechte des Menschen herausgestellt. Und in Bolivien hat mir kürzlich eine Freundin geschrieben, haben jetzt Kinder ein Recht auf Arbeit. Und zwar ab 10 Jahre. So kann man mit Begrifflichkeiten spielen. Also die haben jetzt das Recht auf Arbeit, um sich ihr Schulgeld selber zu verdienen. Okay. So kann man die Situation, wie es einem passt, natürlich hin und her schieben. Und ich musste gerade halt spontan daran denken, weil eine 18-Jährige sicherlich natürlich andere Interessen hätte, als schon Mutter zu werden. Das ist von Fall zu Fall vielleicht auch mit Erfüllung tatsächlich gelebt wird, mag sein, aber wenn es sich über eine gesamte Bevölkerung erstreckt, dann wirft das natürlich Fragen auf. Ja, war nur ein kleiner Ausflug am Rande. Gut, also du warst spät dran mit 23, 24 Jahren. Ja.
Hast du dann eine Pause gemacht oder weitergearbeitet? Die Pause war auch sehr kurz. Also es war dann auch üblich, sag ich mal, die Kinder zeitig in die Betreuungsstätten zu geben. Also mit einem Jahr konnte man auch schon eher machen, aber ich bin dann ein Jahr zu Hause geblieben und habe dann meine berufliche Tätigkeit gleich wieder aufgenommen. Das muss ich nochmal nachfragen, weil das ja alles Auswirkungen darauf hat, wie Menschen später ihre Entscheidungen treffen, auch die beruflichen Entscheidungen. Wenn ein Kind nicht bei der Mutter in den ersten Lebensjahren auf eine spielerische Art sich selbst und sein Leben entdecken kann, also schon frühzeitig in ein normiertes System gegeben wird, also Teil von vielen wird, dann wird damit ja auch schon eine Spur gelegt. Also wird die tatsächliche eigene Entscheidung, das, was jemand wirklich machen will, weil es ihn begeistert und inspiriert, mindestens erheblich eingeschränkt. Würdest du das für deine eigene Lebensgeschichte auch rückblickend so einschätzen? Du bist ja wahrscheinlich auch schon als Kind dann sehr früh in Kita, heißt es ja heute, abgeliefert worden, oder? Ja, ich würde das schon so sehen. Und es ist einfach eine Konditionierung. Es schränkt uns irgendwo ein. Es stresst dich als Kind natürlich auch, wenn du von zu Hause weg musst tagsüber. Und ich habe mir das im Nachhinein bei meinen Kindern auch oft überlegt. Ja, man hat die Kinder früh geweckt, hat sie in die Tagesstätte gebracht, ist selber zur Arbeit gefahren, hat voll gearbeitet, hat dann die Kinder abgeholt, war müde, hat dann ein bisschen Haushalt noch gemacht, die Kinder ins Bett gesteckt und das war's. Also einen Funktionsablauf im Grunde genommen. Genau. Also, da gibt es ja auch jetzt das Recht auf Kita-Plätze. Auch wieder so ein fragwürdiges Recht. Ja, genau. Ja, ich habe das Recht, mein Kind frühzeitig abzugeben, damit es frühzeitig normiert werden kann. Vielleicht, ich spinne jetzt ein bisschen, ich kenne ja bisher nur in groben Zügen deine Geschichte. Vielleicht ist das ja auch dann am Ende der Grund, dass du so leicht diesen Wunsch, lassen wir mal den Beruf Arzt als konkreten Begriff beiseite, sondern nehmen einfach nur den Wunsch, anderen Menschen Gutes zu tun und ihnen bei der Gesunderhaltung oder bei der Gesundung behilflich zu sein. Wäre die große Überschrift. Arztberuf ist ja nur einer von vielen Möglichkeiten. Weil das hieße, dass dieser Impuls in dir noch vorhanden war, aber mit der Aussage eines Lehrers vom Tisch zu wischen war. Ja, also ich habe mich da wirklich lenken lassen, leiten lassen von außen. Ja. So ist es ja auch komfortabel für die Gesellschaft. Wenn man sich lenken und leiten lässt als Weisungsempfänger, funktioniert das System reibungslos. Ja, es wurde natürlich auch argumentiert, hier entsteht ein Stahlwerk, wir brauchen Leute dafür und ja, du kannst da mithelfen, das zu vollenden. Du bist für die Funktion wichtig. So, also mit 24 warst du spät dran, das ein Jahr zu Hause geblieben, dann Kinder abgeliefert oder Kind abgeliefert und bist weiter arbeiten gegangen. Ja. Gibt es wesentliche, wertvolle Episoden, die du für dein Leben, außer vielleicht als dunkle Leinwand für das, was später dann ein wirkliches Interesse gefunden hat, in dieser Zeit wichtig und erfahrungsreich gewesen wären? Also Erlebnisse, Erfahrungen, Aufgaben, Tätigkeiten in dieser Zeit in Eisenhüttenstadt, die wirklich einen Eindruck in deiner Erinnerung hinterlassen haben? Nicht wirklich, muss ich so sagen. Also der Eindruck oder die Erinnerung, die da in mir ist, das war viel Bürokratie, das war die tägliche Routine, das war nichts, was mich wirklich gefordert hat. Ich war da nicht wirklich glücklich in diesem Beruf. Also nichts, was Begeisterung oder einen Funken der Inspiration erzeugt hätte? Nee, überhaupt nicht. Aber es hat funktioniert? Es hat funktioniert, ja. Wie lange ging das? Ja, das, na gut, dann kam ja die Wende, dann gab es Umbrüche, dann war auch irgendwo Aufbruchsstimmung da und ich bin dann mit Familie in die Region von Stuttgart gezogen, aufgrund des Jobs von meinem damaligen Mann. Und ja, dann habe ich mir einen anderen Job als Ingenieurin gesucht und bin in die Automobilindustrie gegangen. Das war jetzt schon mal ein bisschen was anderes als Metallurgie, aber es war ein Ingenieursjob.
Und ja, da gab es dann solche Sachen wie die optische Messtechnik einzuführen als neues Feld, als eine neue Aufgabe, die ich dort hatte. Und das war vom technischen Problem und von der Lösung dieses technischen Problems schon mal sehr anspruchsvoll, habe ich mich auch ziemlich reingekniet. Da ging es darum, Anbieter auszuwählen, Software dazu auszuwählen, die ersten Tests zu machen und Ergebnisse zu präsentieren. Also diese Aufgabe als separate Aufgabe, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also es waren praktisch anwendungsfähige Systeme, optische Messsysteme, und du hattest die Aufgabe, das unter Anbietern oder dabei mitzuwirken, das passende System zu finden, um es dann am passenden Platz im Produktionsprozess einzusetzen. Ja, ging da mal um Prototypen, also es war eine Entwicklung, um die Prototypen optisch zu vermessen, zu vergleichen mit den CAD-Modellen, also mit dem Soll. Und ja, also es war was ganz Neues. Man konnte die ganze Oberfläche von diesen Teilen erfassen, nicht nur bisher mit einem Messschieber oder mit einer taktilen Messmaschine. Und von daher war das schon was ganz Neues, war eigentlich schon so ein bisschen die nächste Stufe in der Messtechnik. Das, was du da gemacht hast, hat es als Voraussetzung alles das, was du vorher gemacht hast, Studium, Arbeit als Ingenieurin in Eisenhüttenstadt gebraucht? Nein, das, was ich gelernt habe, habe ich da nicht gebraucht. Was ich gebraucht habe, war einfach das logische Denken, das strukturierte Vorgehen. Aber das sind Fähigkeiten, die jetzt nichts unbedingt mit dem Studium zu tun hatten, was ich absolviert hatte. Hatte das Studium logisches Denken und strukturiertes Vorgehen gefördert? Nee, würde ich nicht sagen. Nicht. Aber es war vieles auswendig lernen, was man denn im Nachhinein nicht gebraucht hat. Kommt mir bekannt vor. Ja. Logisches Denken, strukturiertes Vorgehen ist ja Teil der Kopfintelligenz, also durchaus wichtig und wertvoll, wenn man etwas organisiert umsetzen will. Da das aber Fähigkeiten sind, die jeder Mensch hat, wäre der Sinn der Schule oder des Studiums bestenfalls darin zu sehen, wenn wir jetzt mal diese für einen Ingenieur ja wichtigen Fähigkeiten tatsächlich gefördert worden wären. Also du sagst, im Studium fand das nicht statt und fand es in der Schule statt. Folgerichtiges Denken und strukturiertes Vorgehen. In Ansätzen vielleicht, aber wirklich nur in Ansätzen. Ja. Also hättest du an der Stelle auch als Quereinsteigerin, da war dir dann vielleicht bestenfalls das Berufsbild der Ingenieurin hilfreich, aber du hättest auch genauso gut als Quereinsteigerin das machen können. Genau, ja. Ist für mich, ich bin ja nicht Ingenieur, war dann, wie nennt man Ärzte salopp, Gesundheitsklempner oder sowas. Handwerklicher Beruf, in gewisser Weise trifft das ja auch auf schulmedizinische Tätigkeiten zu. Also in gewisser Weise ist das, was du dort begonnen hast, etwas, was die ganze Vorgeschichte nicht erfordert hätte. Das ist richtig. Nur, dass du das Etikett Ingenieur als Eintrittskarte gebraucht hast. Das war die Eintrittskarte. Und für jemanden, der eben nicht einen technischen Beruf studiert hat, mag das eine sehr interessante, wesentliche Aussage sein. Denn die Vorstellung ist ja, nach der schulischen Ausbildung, wo jeder seine eigenen Erfahrungen gesammelt hat, geht jemand in einen technischen Beruf und lernt ganz viele wichtige Dinge kennen, die dann anschließend für die Aufgaben im weiteren Beruf von großer Bedeutung sind. Und die Tatsache, dass du jetzt in ein so komplexes Thema, hochtechnologisches Thema einsteigen kannst und nach deiner fachlichen Einschätzung feststellen kannst, dass du die ganze Vorgeschichte dafür nicht gebraucht hättest, ist für jemanden, der überlegt, ob er nun ein technisches Studium machen will, möglicherweise eine sehr wichtige Information. Spannend. Ja, also du hast dann in einem Team diese optische Messtechnik in der Automobilindustrie mit eingeführt. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, dann bin ich im Jahr 2007 das erste Mal nach Indien geflogen, habe dort in Indien Urlaub gemacht, eine Ayurveda-Kur gemacht, in Südindien, in Kerala, direkt am Meer. Und das war so der Einschnitt, der mein weiteres Leben dann beeinflusst hat. Also ich habe Indien kennengelernt als eine vollkommen andere Kultur
und war fasziniert, einmal von der Schönheit des Landes und auch von den Menschen. Also von der Gelassenheit, wo bei uns alles immer schnell gehen musste, alles strukturiert, alles geplant war, war dort in Indien halt auch Raum für einfach mal nichts tun. Und die Leute waren in meinen Augen, obwohl sie sehr arm waren, glücklich. Also es war das Erlebnis, was für dich diese große Nachdenklichkeit und den Umschwung gebracht hat, oder waren es spezielle Ereignisse? Nee, ich würde schon sagen, dass also diese Reise nach Indien und ich bin, da hat auch mein Weg angefangen, mich mit Spiritualität zu beschäftigen. Vorher noch nie. War ja vorher auch kein Thema, auch in der DDR atheistisch aufgewachsen und vorher kein Thema gewesen. Ja, und mit Indien kam das zum Vorschein bei mir. In welcher Weise, in welcher Form bist du mit Spiritualität in Kontakt gekommen? Es war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, an sich nur ein Urlaub, Das war nur ein Urlaub. Ayurveda-Urlaub oder Ja. Urlaub mit Ayurveda-Einlage. Ja, also ich habe dann begonnen, Yoga zu machen auch, habe ich dann hier auch in Deutschland weitergemacht, habe mich mit dem Hinduismus beschäftigt, habe mich mit den Sachen des Yoga beschäftigt. Was ist dieses Yoga überhaupt? Das ist ja nicht nur eine sportliche Tätigkeit, da steht ja noch ganz viel mehr dahinter. Und so habe ich dann angefangen, mich mit Spiritualität zu beschäftigen. Erstmal rein privat. Ja. In der Freizeit, während du tagsüber in der klassischen Spaltung Arbeit-Freizeit der Arbeit nachgegangen bist. Hat dieses Erlebnis Indien deine Haltung im Beruf verändert? Ja, das hat meine Haltung im Beruf verändert. Dahingehend, dass ich mich bei vielen gefragt habe, was tue ich hier eigentlich? Also so ein bisschen die Sinnfrage kam hoch, was tue ich hier? Und das hat mich auch immer wieder nach Indien gezogen. So dass ich dann 2009 mit einem Inder zusammen dort in Kerala ein Restaurant eröffnet habe. Das war so 2 Jahre nach dem ersten Ja, Indienaufenthalt. Ein Restaurant gleich eröffnet hast. ja. In traumhafter Lage oben auf einem Cliff mit Blick runter aufs Meer. Ja. Also Und du bist dann runtergegangen und dort geblieben. ja, ich war natürlich nicht mutig genug, sofort meinen Job zu kündigen, sondern habe erstmal ein Sabbatical gemacht, mit der Möglichkeit, Das dann wieder heißt, für eine zurückzukommen. bestimmte Zeit Ja, auszusteigen. genau, also ich habe 6 Monate Sabbatical gemacht und das Restaurant war auch nur in dieser Zeit geöffnet, also von November bis März, April. Ansonsten in der Monsunzeit war das sowieso geschlossen, da waren kaum Touristen da. Und dann bin ich halt nach dem halben Jahr wieder zurückgegangen. Und dann ging gar nichts mehr im Job. Wie kam's? Ja, wie Was ist kam's? in dir anders geworden, dass da nichts mehr ging? Also die Sinnfrage wurde immer stärker, ne? Dass ich mich wirklich gefragt habe, was tue ich hier? Und da waren schon ganz viele Sachen, die vorher gegärt haben, natürlich auch große Firma, Hierarchien und viel Bürokratie und so weiter. Das waren schon auch alles Sachen, die mir vorher nicht gefallen haben, aber das hat sich dann natürlich verstärkt. Ist das Verlangen nach einem selbstbestimmten Leben stärker geworden? Absolut. Da Also haben mit wir dem, wieder die Stimme drin, die ja, Selbstbestimmung. Selbstbestimmung. Nicht mehr das zu tun, was andere von mir verlangen, wo ich dann zum Schluss noch gar nicht mal dahinter stehe, weil ich das und das nur tue, weil es mein Job ist, ich damit mein Geld verdiene. Und dieses Gefühl oder diese Unzufriedenheit wurden dann immer stärker. Das ist eine bemerkenswerte Beobachtung, die ich praktisch ausnahmslos mache, dass Menschen, die anfangen, also die innehalten und ein paar Schritte zurücktreten und ihr Leben hinterfragen, so wie es bisher verlaufen ist, sich an dieser Weisungssituation reiben und an der Fremdbestimmung des Tagesablaufes durch die Sachzwänge eines üblichen Arbeitsalltages. Und all diejenigen, die angefangen haben,
tatsächlich die Frage nach ihren Talenten, Fähigkeiten und ihrem individuellen Lebensweg zu stellen, der manchmal, aber meistens eben nicht mit einem klassischen Beruf abzudecken ist, immer in einer Situation gelandet sind, im positiven, besten Sinne, in der die Selbstbestimmung des Tagesablaufes und das Feuer und die Begeisterung, etwas zu tun, was in eigenen Talenten und Fähigkeiten, in eigenen Interessen entspricht, im Mittelpunkt steht. Also an sich fast war das jetzt fast, nachdem ich ein bisschen von deiner Geschichte vorher wusste, klar, dass du in ähnlicher Weise über einen solchen inneren Umschwung berichten wirst. Ja, und dieses Indien war wirklich der Anlass, da tiefer hinzuschauen. Mhm. Und auch was zu ändern dann letztendlich. Mhm. Nicht nur hinzuschauen und noch unzufriedener zu sein, sondern wirklich was zu ändern. Mhm. Also in diesem Hin- und Herspringen zwischen Indien und Deutschland, der Arbeitssituation und dem Anfang deines, wir werden ja sehen, deines individuellen Lebens, in diesem spannungsgeladenen Hin und Her ist also die bisherige Arbeitshaltung zerbrochen. Lässt sich das so sagen? Ja, kann man so sagen. Mhm. Und hat sich die Kraft gefunden, den Abschied tatsächlich zu vollziehen? Genau. Also dann wurde die Anspannung so groß, es nicht mehr aushalten zu können und auch wieder zurück nach Indien zu wollen, dass ich dann 2010 den Job gekündigt habe. Mhm. Und dann bist du ganz nach Indien gegangen und hast dich dem Erlebnis auf den Klippen hingegeben. Ja, wobei das Restaurant ja nach wie vor immer nur halbjährlich offen war und ich bin im Sommer schon dann auch mal zurückgekommen. Aber ansonsten war ich in Indien. Mhm. Mhm. Wie hast du die Zeit dann dort erlebt? Das war ja dann das, so wie du mir deine bisherige Geschichte geschildert hast, das erste Mal, dass du wirklich einer Neigung gefolgt bist. Ja, eine Neigung, irgendwie vielleicht auch einem Traum. Der jetzt hier nicht so realisierbar gewesen wäre, einfach da auch in dieser tollen Landschaft direkt am Meer zu leben, ein eigenes Restaurant zu haben, dort selbst viel zu gestalten mit vielen Pflanzen und so weiter, Naturmaterialien. Also das war schon von der Aufgabe her sehr erfüllend. Hast du selbst gekocht? Nein, also wir hatten schon einen indischen Koch, also es gab indische Küche, aber ich habe die Speisekarte entworfen und so weiter. Ja, und Touristen, die dorthin kamen, die haben auch gesehen, die haben gesagt, hier ist was anderes, weil die Inder haben oft nicht so das Händchen für das Schöne dafür. Mhm. Ne? Das liegt im Plastikmüll rum und alles Mögliche. Also so, man konnte dort mit einfachen, wenigen Mitteln alles sehr schön gestalten. Mhm. Klingt schön. Würde ich ja auch gerne nehmen. Ja, es hat aber auch die Kehrseite der Medaille. Ich bin da tiefer in dieses indische Leben eingetaucht. Mhm. Und das war dann nicht mehr so, wie man es als Tourist gesehen hat. Mhm. Also hinter dieser Oberfläche von Gelassenheit und Glück und Freundlichkeit ist sehr viel an Eifersucht gegenseitig. An Unehrlichkeit, also es wird absolut viel gelogen, Korruption, also die ganzen Behörden, Polizei, alles total korrupt. Mhm. Und das hat mich oft dann an meine Grenzen gebracht auch. Also so schön dieses Leben mit diesem Restaurant war und viele Gäste, die haben dann auch zu mir gesagt, you are living in a paradise. Wo ich dann immer dachte, naja, so ganz das Paradise ist es nicht. Also die Verbindungsstellen, die Nahtstellen zum System waren Reibungspunkte. Ja, und auch natürlich mit den Menschen dort. Also am Anfang fand ich die Gelassenheit toll, aber wenn du dann Business machst und das Personal ist nicht da und du musst deine Tische frühmorgens selber putzen, dann ist das schon mal was anderes. Mhm. Ne? Also nicht ganz ohne Makel. Du hast es aber nicht ewig lange gemacht. Nein, es waren 3 Jahre. Mhm. Und nach diesen 3 Jahren wurde das Restaurant zerstört. Mhm. Wie kam es dazu? Ja, es gab schon im letzten Jahr Streitereien mit unserem Landvermieter dort. Und die waren im Friedlichen nicht zu klären, obwohl ich da mehrmals Anlauf genommen habe.
sodass er dann im Sommer, als das Restaurant geschlossen war und niemand da war, einen Schlägertrupp gerufen hat und das Restaurant zerstören hat lassen. Mhm. Das waren natürlich alles Naturmaterialien, nichts Massives. Und das war dann das Ende vom Restaurant. Mhm. War das dann auch das Ende des Indienaufenthalts? Ja, ich bin dann auch nicht mehr, ich war ja im Sommer hier, als es passiert ist, ich bin dann auch nicht mehr nach Indien gegangen. Und als ich so in mich hineingehorcht habe, es war natürlich erstmal ein Schock, klar, als ich dann so in mich hineingehorcht hatte, was fühle ich jetzt? Hineingehorcht. Mhm, nicht geschaut, gehorcht. Ja. Mhm. Da habe ich auch ein bisschen Erleichterung gespürt. Mhm. Denn, wie geschildert, war es nicht nur das Paradies, sondern da bin ich sehr oft an meine Grenzen gekommen und es war auch eine Belastung. Mhm. Und von daher war es ein Verlust. Ich fand es schon auch sehr schade, dass es so geendet hat. Wir waren dann auch in den gängigen Reiseführern als Insider-Tipp drin. Und ja, aber die Erleichterung war auch da. Mhm. Also du kehrst mit einer gewissen Erleichterung nach anfänglichem Schock nach Deutschland zurück und hast dann die, das ist ja im Grunde mein Anfang der Ernährung gewesen, das Thema Ernährung nicht mehr verlassen. Oder? Ja, also ich hatte im letzten Jahr dort auch noch in Indien eine Yogalehrerausbildung gemacht, also 4 Wochen am Stück Yogalehrerausbildung. Und ja, dann war ich zurück in Deutschland, dann habe ich überlegt, ja, was machst du jetzt? In meinen alten Beruf wollte ich nicht wirklich wieder zurück. Mhm. Und ja, dann habe ich angefangen, Yogastunden zu geben. Und das Thema Ernährung hat mich schon immer interessiert. Also ich habe dort in Indien auch viel über ayurvedische Ernährung gelesen, ausprobiert, selbst gekocht und so weiter. Und dann hat mich das Thema, nee, also ich war dann auch schon vegetarisch, habe mich vegetarisch ernährt. Und dann hat mich das Thema vegan sehr interessiert. Dann habe ich angefangen, mich mit dieser veganen Ernährung auseinanderzusetzen. Wenn mich was interessiert, bin ich da auch immer sehr begeistert und mache das mit viel Spaß und Energie. Und dann kam aber ganz schnell das Interesse für die rohköstliche Ernährung. Vegane, rohköstliche Ernährung, also nochmal einen Schritt weiter. Mhm. Und ich habe dann auch einen Kurs gemacht, einen 6-Tages-Kurs zur veganen, holistischen Vitalkostzubereiterin. Das ist lang und kompliziert. Nichts Simplonisches. Ja, holistisch halt die Ganzheitlichkeit betrachtend und es ging darum, halt rohköstliche Gerichte zu kreieren, die lecker schmecken, die lecker aussehen und die unseren Körper versorgen mit Vitalstoffen. Mhm. Ist dir zu dem Zeitpunkt schon mal der Gedanke gekommen, dass sich hier möglicherweise ein Kreis schließt? In der Zeit als Schülerin hattest du ja diesen Impuls, Ärztin zu werden. Vielleicht einfach nur stellvertretend, wie ich es vorhin schon mal angedeutet, vermutet hatte, für die Überschrift, anderen Menschen Unterstützung zu geben, um gesund zu werden, gesund zu bleiben. Und dann ja, vom Tisch gewischt durch den Lehrer. Nach vielen Jahren, 30 Jahre später fast, ne? Ja, da wieder anzuknüpfen. Ja, noch mehr als 30 Jahre, ja. Mhm, genau. Hattest du diesen... Ist dir das in Erinnerung gekommen aus der Schulzeit? Mhm. Ja. Also da habe ich auch drüber nachgedacht, dass ich jetzt in die Richtung gehe, Gesundheit durch das Standbein gesunde Ernährung. Ja. Mhm. Die Richtung, in die du möglicherweise von Anfang an immer schon gehen wolltest. Ja. Mhm. Wobei, wenn ich jetzt Medizin studiert hätte... habe ich mir schon auch oft überlegt, ja, was wäre gewesen, wenn du jetzt Medizin studiert hättest, hätte ich es sicherlich auf eine andere Art und Weise erkannt, dass es das auch nicht ist, dass ich damit niemanden gesund mache mit der Schulmedizin. Kann ich bestätigen. Mhm. Was jetzt keine, das ist etwas, was ich in dem Zusammenhang immer zugleich auch betone, was jetzt keinerlei Kritik an der Schulmedizin ist, auch nicht an irgendeinem anderen Therapiesystem. Es ist nur wichtig zu verstehen, dass das hier
nur Ängste bedient werden und dass hier im schulmedizinischen Bereich Probleme, manchmal sogar selbstgeschaffene, nur unter Kontrolle gehalten werden, aber in den seltensten Fällen Heilung erzielt wird. Das ist ja etwas, was die Krankheitsartenstatistik des Deutschen Statistischen Bundesamtes akribisch klar ausweist. Die Zahl der Erkrankungen steigt, die Erkrankungshäufigkeit nimmt zu und die Eintrittsalter in die Erkrankungen, die chronischen Erkrankungen sinken ebenfalls immer weiter. Also diese Statistik ist an sich die katastrophale Bilanz dessen, was das Medizinsystem leistet. Da mag keiner so wirklich gern hinschauen, aber die Zahlen existieren. Sie werden auch vom System selber erzeugt. Insofern hätte der Weg über ein Medizinstudium am Ende vermutlich an derselben Stelle zu dem Einstieg in das geführt, was dich ja wirklich zutiefst zu interessieren scheint. Mhm. Also vegane Rohkost und Yoga und die Begleitung von Menschen. Sind das die Stichworte, um die sich alles dreht? Ja, also das ist zurzeit, damit beschäftige ich mich zurzeit, vegane Rohkost, wobei ich selbst mich zu 80% rohköstlich ernähre, also ich bin da auch nicht dogmatisch und da sehe ich jetzt 100%ig Rohkost essen muss. Und ja, es passt sehr gut zusammen, Yoga, Ernährung. Und ja, je tiefer man dort einsteigt in dieses Thema, desto mehr wird einem auch bewusst, wie wir uns ernähren. Mhm. Ja, wenn man so durch so einen Supermarkt geht, was es da an degenerierter Nahrung, an Industrienahrung gibt und was wir bedingungslos oder ohne nachzudenken in uns hineinstopfen. Also es ist schon, lässt schon, ja, führt mich zu der Frage, wie kann das passieren, dass wir so blind uns ernähren? Mhm. Von Nahrung, die nur noch leere Kalorien hat, ohne Mineralien, ohne Vitamine. Woher bist du dadurch zu einer, neben der Bereicherung für dein eigenes Leben, zu einer Aufklärerin geworden? Brennst du für dieses Thema? Ja, würde ich sagen. Also ich gebe auch selbst jetzt Vitalkostkurse, um anderen zu zeigen, wie einfach ist es, sich so gesund zu ernähren, aus natürlichen Lebensmitteln, die nicht verarbeitet sind. Wie gut es schmeckt, da sind auch immer die meisten beeindruckt, weil sie das Vegan und Rohkost, oder bei Rohkost denkt jeder bloß an Salat und Möhren, aber es ist viel mehr. Es gibt Rohkost-Torte, es gibt Rohkost-Schokolade, also man muss da auf nichts verzichten. Mhm. Im Gegenteil, es ist eher Bereicherung. Und das Interesse der Menschen ist schon da, aber viele denken, das ist mir zu kompliziert, dafür habe ich keine Zeit, aber eigentlich sind es nur Vorwände. Mhm. Du sprichst ja, wie es scheint, aus einer schon fundierten Erfahrung im Umgang und in der Begleitung mit Menschen. Hast du ein eigenes Konzept daraus entwickelt oder vermittelst du das in Seminaren, was du dir aufgrund deiner eigenen Erfahrungen angeeignet hast? Ich habe auch das Stichwort digitales Produkt, gesagt? Ja. Ja, also ich habe, meine Firma nennt sich Grün, Gesund, Glücklich in der Reihenfolge, ne? Und gehe viel auf Messen und Veranstaltungen mit grünen Smoothies. Dann gebe ich Vitalkostkurse, wo Theorie vermittelt wird zur Ernährung und auch Praxis. Also wir bereiten die Lebensmittel selbst zu und essen dann auch gemeinsam. Und das neueste Projekt ist jetzt, dass ich ein digitales Produkt erstellen möchte, was im Internet runtergeladen wird, also sozusagen ein Online-Seminar, wo kurze Videos drin sind, wo Rezepte ausgedruckt werden, wo alles erklärt wird. Und das ist dann kein Live-Seminar, sondern ein Online-Seminar im Internet. Mit dem Thema vegane Rohkost, ja? Ja. Wobei es da auch dennoch spezielle Themen gibt. Also mal geht es auch um die Wildkräuter, die vor unserer Haustür wachsen. Und man kann die Rohkost auch in verschiedene Richtungen bringen, zum Beispiel Rohkost italienisch.
Und also das ist nicht nur einfach Rohkost, sondern wirklich schon auch mit verschiedenen Unterthemen. Klingt lecker. Ist auch lecker. Vielleicht kann ich es ja mal erleben. Gerne. Würdest du sagen, dass du heute angekommen bist bei einem Thema, was dich in deinem Leben bereichert, erfüllt, was dir Freude macht, wo du also drin aufgehst, ohne darüber nachzudenken, was in der Zukunft vielleicht als nächstes kommen müsste oder sollte? Ich bin angekommen bei dem Thema, also gesunde Lebensweise, sage ich mal jetzt nicht nur Ernährung, sondern gesunde Lebensweise, das ist das Thema. Und ich denke, dass da vielleicht noch andere Gebiete dazukommen werden. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, dass ich immer vegane Rohkost machen werde. Da kommen sicherlich noch andere Themen dazu. Und ich bin auch offen für diese Themen. Mhm. Und ich freue mich auch, immer wieder was Neues zu lernen. Also da bin ich auch immer dann mit Begeisterung dabei, wenn es was Neues ist. Also bei diesem digitalen Produkt, da habe ich dann auch Webseite selbst erstellt. Dann drehe ich die Videos selbst, schneide die Videos und so weiter. Das sind jetzt neue Aufgaben, die ich mit diesem neuen Produkt auch wieder entdecke für mich. Du hast wieder mindestens 2 oder 3 Stichworte genannt, die wiederum charakteristisch sind für einen Menschen, der wirklich mindestens auf dem Weg ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist diese Experimentierfreudigkeit, die Neugier, die Offenheit, die ja an sich dem Kind auch noch zu eigen ist. Also wenn es einigermaßen natürlich und frei aufwächst. Mit Offenheit und Neugier auf das zuzugehen, was der Moment gerade gibt, anbietet und damit zu experimentieren und sich weitertragen zu lassen von den Erfahrungen, die da entstehen. Also dieser digitale, dieser Online-Kurs, ich mag ja diese neue deutschen Worte nicht so gern, mir fällt jetzt gerade nichts Passenderes ein dafür. Also dieser Online-Kurs ist das Projekt, an dem jetzt gerade mit Herzblut entwickelt und vorbereitet wird. Genau. Und demnächst startet auch ein Wildkräuterkurs. Das wird so das Erste sein, was kommt, weil jetzt im Frühjahr sprießen die Wildkräuter. Und die Wildkräuter sind ja auch, erstmal sind sie kostenlos in der Natur. Und dann haben die ja wesentlich mehr Vitalstoffe noch als unser angebautes Gemüse. Ja. Und kann man sich jetzt schon vormerken lassen für deinen Online-Kurs? Beziehungsweise sich mit dir in Verbindung setzen für Kurse? Ja, seit gestern auf meiner Website gibt es die Anmeldemöglichkeit für diesen Kurs. Ja, die wir dann einblenden werden, damit diese Gelegenheit auch an den Zuschauern nicht vorbeigeht. Silvia, ich danke dir sehr. Ein ganz spannender Bogen aus der Welt der Hochtechnologie zu den einfachen, klaren, wesentlichen Dingen des Lebens. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, dass dieser wirklich, das kann ich auch gerne noch einmal wiederholen, dieser erstaunliche Spannungsbogen von Eisenhüttenstadt und Metallurgie und Werkstofftechnik hin zu einem bodenständigen Leben, das mit Sinn erfüllend, inspirierend sich um das Thema Gesundheit, Ernährung und Yoga dreht, ist etwas, was hoffentlich zur Nachdenklichkeit anregt. Einmal mehr, weil Silvia selber nachdenklich wurde angesichts der Tatsache, dass sie ja schon einmal während der Schulzeit darüber nachgesonnen hat, ich sage jetzt ganz bewusst nicht nachgedacht, gesagt, etwas mit Menschen zu tun, was mit Gesundheit zu tun hat, damals noch im Kleid des ärztlichen Berufes, um dann 30 Jahre später aus diesem Hamsterrad auszusteigen, was möglicherweise niemals wirklich ihres war, was sie aber weisungsbedingt aufgenommen und umgesetzt hat, um dann anzufangen, tatsächlich ihr Leben zu leben. Diese Zeitspanne lässt sich sicherlich verkürzen. Dabei ist das keineswegs etwas, was zu kritisieren wäre. Da geht jeder, das habe ich ja nun auch mit meiner medizinischen Vorgeschichte erlebt, unter Umständen den Weg eines Pioniers, um dann anderen den Umweg zu ersparen, damit leichter und schneller an die Vorerfahrungen angeknüpft werden kann. Dieser heutige Einblick in die Vorerfahrungen, in dem Fall von Silvia und ihrem Ingenieurberuf, mögen vielen von euch dazu hoffentlich hilfreich sein, um den Weg zu verkürzen und
leichter und schneller tatsächlich zur eigenen Bestimmung zu finden. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und tschüss.